Peter Bruegel gilt als der fortschrittlichste Landschaftsmaler des 16. Jahrhunderts. Und die Wiener Bruegel-Sammlung ist die berühmteste der Welt. Wir zeigen Ihnen heute das wohl bekannteste Winterbild der Malereigeschichte: Die Jäger im Schnee. Vergnügliche Details wie das Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Teichen haben zur enormen Popularität des Bildes beigetragen. Was hier zu sehen ist, hat der Maler frei erfunden. Landschaftselemente wie Hügel, Dörfer und Gebirgsformationen sind zu einer im Atelier erdachten Szenerie komponiert. So fantastisch das Gemälde ist, so könnte es doch realistischer nicht sein. Man nimmt es gleichsam mit allen Sinnen auf. Bruegel lässt uns auch nicht allein. Er zeigt uns ganz genau, wie wir durch das Bild zu gehen haben. Wir kommen sozusagen mit den Jägern in das Bild hinein. Die Jäger gehen weiter nach rechts, den Hügel hinunter. Das ist aber nicht unser Weg. Das ist viel zu steil, da kennen wir uns nicht aus. Wir gehen durch das Straßendorf hindurch, stoßen dann später sowohl an die Berge als auch an den Rahmen. Mit einer Linkskurve geht es weiter, weit nach hinten links zur Stadt am zugefrorenen Meer. Peter Bruegel hat die Landschaftsmalerei wie kein anderer revolutioniert. Bis dahin erklärte sich eine Jahreszeit nur aus der Darstellung bestimmter typischer Tätigkeiten. Zum Beispiel Winter, Schlachten eines Schweins. Zum einen übernimmt Bruegel diese Idee, zum anderen jedoch lässt er die Jahreszeit selbst erzählen. Das Wetter, das Licht, die Kälte. Mit den Jägern im Schnee und anderen zwei, drei Bildern, die Peter Bruegel, der Ältere, gemalt hat, die den Winter zeigen, wird eine neue Mode ausgelöst. Nachfolgende Künstler werden sich nach Bruegel auf das Thema Winterlandschaft spezialisieren, wie zum Beispiel der Holländer Hendrik Averkamp, der viele, auch berühmte und sehr schöne Winterbilder gemalt hat. Und da geht es dann wieder in den Bereich der Genredarstellung, der Darstellung alltäglicher Szenen, und in diesem Fall halt in einer Winterlandschaft. Peter Bruegel der Ältere hatte mit seinen Landschaftsbildern das Ziel, der Natur an sich ein Bild zu geben, indem er ihr Wesen erfasst hat. Zugleich haben seine Gemälde auch einen historischen, dokumentarischen Charakter, der die Lebensweise der niederländischen und belgischen Bevölkerung bezeugt. Er zeigt, dass die Menschen im Winter auch Freizeitvergnügungen nachgehen. Etwas, was man im Rest des Jahres eher nicht tun konnte, wenn man zur Landbevölkerung dazugehörte. Denn meistens hat man gearbeitet. Aber im Winter ruht die Landwirtschaft im Großen und Ganzen. So hat man Zeit, seinen Freizeitvergnügungen nachzugehen. Wir sehen auf den zugefrorenen künstlichen Teichen im Hintergrund Schlittschuhlaufen. Ein Nationalsport nach wie vor für die Niederländer oder die Belgier. Wir sehen eine Vorform des Eishockeys, man hat das Golf genannt. Und wir sehen tatsächlich auch Eisstockschießen, Curling. Auch das gab es im 16. Jahrhundert bereits. Jäger im Schnee ist ein Bild einer ursprünglich sechsteiligen Serie, die der Maler im Jahr 1565 als Auftragswerk für einen Kunstsammler aus Antwerpen anfertigte. Es waren die vier Jahreszeiten, wobei der Frühling und der Sommer in je zwei Gemälden dargestellt wurden. Noch vor dem Ende des 17. Jahrhunderts galt jedoch jenes Motiv, das den Frühling zeigte, als verschollen. Bei uns im Kunsthistorischen Museum hängen jetzt noch drei davon. Das sind die Jäger im Schnee, also der Winter. Dann ist es die Heimkehr der Herde, ein Bild, das den Herbst beschreibt. Übrigens auch das erste Bild überhaupt, das einen Almabtrieb zeigt. Und dann gibt es den sogenannten düsteren Tag, ein Bild, das den Vorfrühling beschreibt. Also die Zeit, in der der Winter vorbei ist und der Frühling allmählich Einzug hält.